They fight to keep themselves alive. Sie kämpfen ums Überleben. They come from some of the most volatile areas on the coast of southern Jamaica, and there are some real issues. Sie kommen aus den instabilsten Gegenden der Südküste Jamaikas, wo es echte Probleme gibt, wirklich schlimme Probleme. Bewaffnete Auseinandersetzungen. Manche nennen das Besatzungsgegenden. Viele von ihnen halten sich nur mit Jobs über Wasser. Gewalt, Armut, Hoffnungslosigkeit. Wenn ich diese Schüler sehe, zerreißt es mir das Herz. Sie hätten so viele Möglichkeiten, so viel Potenzial. Sie könnten es zu etwas bringen. Aber das sehen sie nicht. Sie haben keine Träume mehr. Sie denken, sie seien weniger wert als andere. Sie könnten sich nie verbessern. Das wird ihnen von der Gesellschaft eingeredet oder durch die Umstände, in denen sie leben, signalisiert. Jeden Tag bekomme ich Anrufe. Die Polizei hat auf der Straße wieder Schüler aufgegriffen. An der Straßenecke gab es Schlägereien oder eine Messerstecherei. Jeden Tag was Neues, regelmäßig. Just the norm. These classes were unsettled. They would spend the entire time trying to get the class. Die Klassen waren total unruhig. Die Lehrer hatten die ganze Zeit damit zu tun, die Klasse zur Ruhe zu bringen, um überhaupt was unterrichten zu können. There was just this frustration. Es war frustrierend. Wir haben alles Mögliche versucht. Haben jede Menge Redner und Trainer engagiert, um ihnen ein neues Verhalten beizubringen. We tried everything. Wir haben wirklich alles versucht. In Jamaica, the word meditation is not a good word. In Jamaika hat das Wort Meditation keinen guten Ruf. Man denkt, mit dir stimmt was nicht oder du hängst irgendeinem verrückten Glauben an. And so, initially, when I heard about transcendental meditation, daher habe ich, als ich zum ersten Mal was von transzendentaler Meditation hörte, gesagt, völlig ausgeschlossen, ganz unmöglich, dass ich da mitmache. Niemals. Ich bin gut befreundet mit einem katholischen Priester in Jamaika, einem Jesuiten, Pater Peter. Dem habe ich davon erzählt. Und er meinte, Margaret, was denkst du, wie ich das alles aushalte? Und ich fragte, wie meinst du das? Und er, ohne zu meditieren, könnte ich das alles gar nicht durchhalten. Ich sagte, im Ernst? Okay, dann versuchen wir es mal. Viele Lehrer waren sehr skeptisch und ich selber natürlich auch. Aber ich sagte mir, wenn es den Schülern helfen kann, dann machen wir das einfach mal. Im Laufe der Zeit wurde dann vieles besser. Die Kinder haben ein Gefühl für ihr eigenes Selbst bekommen. Sie verstehen, wer sie sind. Sie sehen, dass sie nicht weniger wert sind als andere. Seitdem ich TM erlernt habe, fühle ich mich anders. Wunderbar. Wie neu. Ich habe durch TM gelernt, in den meisten Situationen ruhig zu bleiben, die Dinge immer auszusprechen und zu sagen, was ich von ihnen halte. Ich fühle mich ruhig, sicher und ausgeglichen. Ich habe vom Dekan den Bericht über das Betragen der Schüler bekommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind Schlägereien und Spannungen drastisch zurückgegangen. Das ist jetzt amtlich dokumentiert. We took off the lowest performing students to put into our class. Wir haben die schlechtesten Schüler in einer Klasse zusammengefasst. Die Klassenlehrerin und die Schüler haben dann begonnen zu meditieren. Und diese Klasse, die im September 2015 die schlechteste war, ist jetzt besser als die damals beste Klasse. Wir hatten eine andere Klasse mit etwa 23 Schülern, die ständig den Unterricht störten. Die Schüler kamen einfach nicht zur Ruhe. Diese Klasse hat sich vollkommen verändert. Aus den ehemaligen Störenfrieden sind heute unsere Schulsprecher geworden.
Wir nehmen also die Herausforderung an. Der Kampf geht weiter, aber wir ziehen es durch. Wir werden die Holy Trinity Schule sein, an der die stille Zeit mit Meditation praktiziert wird. Denn wir wollen Jamaika beweisen, dass Veränderung stattfindet, dass wir etwas ändern können. Ich bin davon überzeugt, dass Veränderung tief in einem selbst beginnt. The change from within, we will change the school and we will in turn change the community. Wenn wir also diese Veränderung in jedem von uns an der Holy Trinity Schule erreichen, dann verändern wir nicht nur die Schule, sondern auch die Gemeinschaft als Ganzes.